Hallo und herzlich willkommen. Wir sind gerade angekommen in Birmingham, England. Und wir sind eingeladen worden von der NFL Deutschland, bei der NFL Academy dabei zu sein. Ganz ehrlich, zwischen uns, das ist alles, was ich selber weiß. Alle haben gesagt, was? NFL Academy, Training, schick Kasim. Björn Werner, Auto schon am Start. Oh, er hat bestimmt Aufladekabel. Hast du Hotspot? Hier hat jemand ein bisschen Wi-Fi. Also wir sind jetzt in der Limo, 45 Minuten bis zum Hotel. Oh, voll spooky lights. Wir sind jetzt direkt am Hotel angekommen, 45 Minuten Drive, Instagram pur, hinten im Backseat. Jetzt checken wir mal ein und dann gucken wir uns mal gleich die Zimmer an. Kasim, was ist da? Das ist Jim, warte, das ist... Boah. Klimaanlage ist Todes. Ich bin nicht auf 50 Kilowatt. Okay. Also für Björn reicht's. Boah, guck mal hier. Tschüss. Nice, was haben wir hier? Gummibärchen. Ich habe einen Supermarkt im Flughafen gefunden, was nice war. Das heißt, ich habe schon mal ein paar Snacks für heute Abend und für morgen früh klar gemacht und vielleicht für morgen auch noch. Also gehen wir mal kurz. Kasims Travel Nutrition Einkaufsliste. Haferflocken, Salat, Hähnchen, Blaubeeren, Banane, Couscous, Joghurt, Proteinriegel, Wasser. Ich würde sagen, was der Plan ist. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte eigentlich um 4 Uhr schon aufstehen, um 4.45 Uhr ins Gym gehen, aber die haben gesagt, das Gym macht für uns erst um 6.30 Uhr auf. Aber ich freue mich schon. Morgen früh wird nice. Hier, du kannst dich mal am Arm haben. Tschüss. Also 5.55 Uhr. Aber jetzt zum Shuttle. Ey, er hat gesagt, 2 Minuten Autofahrt. Dafür hier 1000 Leute uns fahren zu lassen. Aber ist okay, I'm ready. Ich habe keinen Kaffee oder Booster gehabt. Mal gucken, was wir finden. Wir sind gerade am Gym angekommen, kleiner 5 Minuten Autofahrt. Das Lustige ist, keiner weiß eigentlich, was gerade abgeht. Die haben gesagt, hey, wenn ihr um 6 Uhr im Gym da sein wollt, müsst ihr danach frühstücken. Ich, wie immer natürlich, hatte das Ganze schon ready. Wie glücklich bist du? Ich bin sehr glücklich. Nice, nice, nice. Ich dachte, das sind als 16- bis 18-Jährige und jetzt laufen da alle richtige Brocken rein, die sind 2,5 Meter. Das ist gerade official weigh-in. Ich versuche gerade zu gucken, wer der Head Strength Coach ist. Ich würde mal gerne mit dem kurz quatschen. How about this? Ich muss nicht so workout. Check it out. Are you the head strength coach? That's right. What is your name? Chris, that's me. I'm Kasim. Oh, Kasim, nice to meet you, man. How are you doing? Are you training today or? Well, honestly, I was trying to get my own workout in, but they said, no, you can just go and train. Yeah. Perfect. But what the guys going today? Well, it's our last gym session before thing now, so we've got the volume way off. Still quite an intense session. They've got a heavy trap bar, 80%, 3 reps, a little bit of speed work, so some band system stuff there, and then a little bit of upper body capacity and strength. Okay. So it'll be a good session. Awesome. Yes, yes. I'll pick your brain later. Wie schlimm ist es gerade für dich? Macht das nur für euch. Okay. Yeah, we good? Yeah. Right, let's go, guys, go! Trap bar, see you in the go! Kasim, solltest du nicht das Workout da machen? Ja, ich mach mein eigenes Ding. Das Geile ist, ich wollte mich gerade beim Trainer da, beim Coach vorstellen. Da sage ich mit Kasim in der Bali. Wie jeder Coach im Trainingslager, er schüttelt mir die Hand und sagt so, bevor ich irgendwas sagen kann, du bist Tight End, ne? Ich so, nein, ich war Defensive End. Come on, man, let's get it going. Ich so, Digga, ich bin 34, ich wollte nur Hallo sagen. Also, wir sind gerade fertig geworden mit dem Training. Gute Session, super Gym. Und dann sind wir direkt in die Cafeteria gegangen. Ich glaube, das ist die Athleten-Cafeteria. Weil alle sehen hier sehr athletisch aus. Und jetzt habe ich mein Frühstück. Gucken wir mal hier mein Frühstück an. Wir haben
Eier, Früchte, Brot, ein paar Blueberries, Proteinbar und ein bisschen Chicken für Protein. Ich werde jetzt aufessen. Danach werde ich, glaube ich, briefen, wie der Rest des Tages aussieht. Ist cool, die nächste Generation jetzt beim Training zu sehen und lass mal aufessen. Es ist 9.02 Uhr. Ich glaube, die Introduction für die Academy und was heute alles passieren wird, hat um 9 Uhr angefangen. Dazu muss ich aber auch noch sagen, der Campus, auf dem wir gerade sind, ich glaube, das heißt hier Lowborough University, ist richtig schön. Okay, wir sind jetzt beim Unterricht angekommen. Ich glaube, gleich kommt so diese Introduction, haben wir dann alles erklärt bekommen. Ich hole mal gleich meinen Notizblock raus, filmen wir eigentlich gerade? Nein. Also okay. Hast du einen Stift? Bisschen. Ja, aufpassen. Oh, sehr gut. Good morning, everyone. Good morning. I want to welcome all of you to the National Football League and the NFL Academy. This program is by far the most interesting program for football development in the world. Support staff, you will hear from a number of people today that's going to give you a deeper look at the Academy. Also, die gute Sache ist, wir wissen jetzt, was wir hier machen. Aber war wirklich super interessant. Also, was wir heute wirklich einfach erleben werden, ist ein Tag als Spieler in der NFL Academy. Und einfach so viel zu hören, das ist für mich persönlich, da denke ich schon wieder an Vollmaschine Gym, an die kleinen Sachen. Das ist genau das, was wir in Europa brauchen, was du in Deutschland brauchst. Einfach um dieses Talent, was da ist, nach Amerika zu bringen. Und alles, worum es hier geht, ist wirklich eine Chance zu kreieren, den Jungs zu zeigen, wie es in Amerika ist, wie es in der Highschool, wie es im College ist, sie vorzubereiten und sie auf diese eine Chance vorzubereiten, dass sie dann auch in Amerika überleben können. Also, dass sie genau wissen, hey, ich kann jetzt nicht nur hier dreimal die Woche trainieren und denk, ich kann dann auf einmal fünfmal die Woche trainieren, sondern du trainierst hier fünfmal die Woche und wirst hier wirklich richtig vorbereitet, als wärst du einer der Top Dogs, mental, physisch, im Weight Room. Und jetzt kommt noch das Beste. Ich könnte jetzt wirklich eine Stunde noch drüber reden. Einfach auch, wir nennen das Ehrenmänner, so dass du auch menschlich sozusagen hier so viel dazulernst, wie du dich benimmst, also es ist einfach zu sagen, wie du dich benimmst, was wichtig ist, dass du gute personal traits hast und einfach immer die richtige Entscheidung triffst, weil die Sekunde, wo du im College bist, da kommt so viel auf dich zu. Du musst mental wissen, was du zur Seite packen kannst und was wichtig ist. Und das wird hier alles vorbereitet und das werden wir heute alles sehen. Also wir sind jetzt beim Mittagessen, kleiner Macro-Breakdown. Gutes Essen, also genau das, was ich als Spieler auch essen möchte. Ich meine, wir haben hier unser Hähnchen, wir haben unsere Pasta, das heißt ungefähr, ich sag mal, 35, 40 Gramm Protein. Natürlich, du willst immer was Grünes drauf haben, unser Brokkoli. Und einfach nur für Ballaststoffe und dass ich ein bisschen voll bin, einen kleinen Salat gemacht. 11 seconds later. Oh, ich hab gepupst. Er hat uns gerade gesagt, wir müssen in die Richtung. Wie immer, ich habe keine Ahnung, wohin ich hin muss, aber wir werden es schon finden. Kommt, folgt mir! Regime, er hat gesagt, wir müssen in die Richtung. Hey, Kasim, ja. Laufen wir richtig? Ich bin mir nicht sicher. Aber warte, da ist Nico, der Bachelor. Sieht nach der Players Lounge hier aus. Ich glaube, wir gucken gleich Film. Look at it. Tote right. So we got tote. Sugar. 2.5 yards. Oh, wir sind jetzt beim Training angekommen. Hier ist das Trainingsfeld. Alle machen sich warm. Bei mir brennt es jetzt ein bisschen. Ich würde gerne coachen. Ich würde mit trainieren. Ich will Sachen zeigen. Aber ich gehe mal einen Schritt lieber zurück und entspann mich. Also wir sind beim Training, einer der Jungs ist ein bisschen verletzt und macht ein bisschen Reha-Pass-Rush.
und mein Herz blutet einfach. Das heißt, ich durfte ein bisschen mit ihm mit Pass Rush machen, ein bisschen einfach die Effizienz, weil du hast hier so viele junge Spieler, die sehr talentiert, schnell und stark sind, aber sich immer noch ein bisschen ineffizient bewegen. Understanding what coach is really looking for in players, what would be one thing that you would give these kids on their journey, you know, for advice, what they should focus on? I talked to him the other night for about 20 minutes, and I talked to him about, you know, life being about opportunity. One of the reasons they're here, because they're having a tremendous opportunity in their life, but then it boils down to their passion and how much they want to learn, you know, and how far they want to go with things like this. So it's a two-way street. The NFL Academy is providing a great environment for them and a great teaching environment, but it's up to these young men to provide the passion to make progress in the game. So the two go together. That'll never change. And I've seen a lot of that this week. Ey, was für ein Tag. Ich meine, wir sind um 5 Uhr aufgestanden, Workout, Meetings, Training, hier zugeguckt, so viel passiert. Für mich persönlich hat sich super gelohnt. Ich glaube, das ist was richtig Tolles hier, was in der Zukunft einfach noch besser und besser werden kann. Aber ich hoffe, unsere Einblicke von der NFL Academy hat euch auch Spaß gemacht. Warte. Komm hier für den Algi, abonnieren, wenn es liked, wenn ihr es mögt. Einmal liken, hab ich richtig gemacht. Nein, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sind raus, ich hab's genossen. Tschüss, mit dir.